bin Nico Schmid, ich bin 23 und ich bin seit dem Badeunfall vor einem Jahr Tetraplegiker. Ich bin ein geselliger Typ und meine Kollegen würden mich sicher so beschreiben, dass ich gerne mit ihnen zusammen Zeit verbringe und so coole Sachen erlebe. Möglichst spontan und schaue, was passiert. Ich bin im Rollstuhl, weil ich vor einem Jahr mittlerweile einen Köpfer gemacht habe in den See. Und dort war das Wasser leider zu wenig tief. Und dann bin ich mit dem Kopf am Boden aufgeprallt. Und seitdem bin ich jetzt ab dem fünften Halswirbel bin ich gelähmt. Und darum bin ich jetzt im Rollstuhl. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich von der Familie und von den Freunden sehr viel Unterstützung bekommen in dieser Zeit. Sie sind auch mich sehr viel besuchen, solange das gegangen ist. Und ich habe dann einen riesen Zusammenhalt auch untereinander, also unter Familie und Freunden gespürt. Und das hat mir hat mir sehr viel genützt, weil ich wusste, dass daheim und einfach außerhalb eigentlich alles funktioniert, so wie es müsste. Und darum konnte ich mich eigentlich gut auf mich selber konzentrieren in dieser Zeit, was sehr wichtig ist für einen selber, dass man dann halt die Reha-Zeit kann auch gut ausnutzen. Familie und Freunde bedeutet für mich eigentlich fast alles. Das ist auch etwas, was ich in der letzten Zeit extrem gemerkt habe, was Beziehungen und das Umfeld, was die für eine Wichtigkeit haben für jetzt mich in meiner Situation. Die Unterstützung, die ich erfahren habe, ist mega gross und hat mir ganz, ganz fest geholfen. Und ja, ohne das soziale Umfeld hätte ich, glaube ich, sehr grosse Mühe gehabt, um das Ganze können zu überstehen, sage ich jetzt mal. Ich bin nach dem SBZ konnte ich auf Schenke Parawege ziehen. Und es ist ein Weg, wo junge Rollstuhlfahrer ankommen, wo sie bei vielen Alltagssituationen Unterstützung bekommen von Betreuern, dass man kann eigentlich mit Schritt für Schritt wieder in einen möglichst selbstständigen Alltag rein zurückfinden kann. Das gibt einem ja, wieder ein gutes Gefühl, dass man wieder Sachen selber ausprobieren kann, wo man früher halt anders gemacht hat und jetzt halt auf eine andere Art, aber gleich merkt man, das funktioniert noch viel. Das gibt einem ein super Gefühl. Ja. Also mein Alltag ist so, dass ich momentan am Morgen Unterstützung von der Spitex habe für die Pflege. Und dann esse ich zum Morgen essen und dann gehe ich auf Notwil in die Parawerk. Momentan sind es einfach 2 Stunden pro Tag. Und dann am Nachmittag habe ich je nachdem noch Physio oder Krafttraining. Und dann nebenzu tun wir noch daheim Hausarbeiten erledigen, Ämter machen. Und kochen am Abend tun wir immer. Oder je nachdem kann noch ein Besuch vorbeikommen. Das ist so ein bisschen das grob. Momentan bin ich noch ein bisschen am Ausprobieren oder ein bisschen am Schauen, was mir sportlich noch zusagen könnte. Und momentan bezieht sich die Hobbys eigentlich vor allem auf Leute, die mich besuchen können. Und dann, dass ich mit denen ein bisschen etwas unternehme und ein bisschen an den See gehe oder ein bisschen draußen oder so. Das ist eigentlich momentan so ein bisschen das Haupthobby, das ich habe, sage ich mal. Ich werde mindestens bis im August oder September in der Wege sein und allenfalls noch ein bisschen länger, je nachdem. Nach dem Aufenthalt in der Wege werde ich wieder zurück in mein Elternhaus gehen. Das wird jetzt momentan gerade umgebaut. Dann werde ich dort in einem Zimmer sein und eigentlich auf einem Stock, wo ich selber ein bisschen für mich schauen kann. Da wird auch das Bad umgebaut für alle Stuhlgängigkeit. Und dass ich auch noch ein Wohnzimmer habe, wo ich ein bisschen, ja, meine Kollegen ein bisschen alleine sein, dass ich eigentlich ein bisschen unabhängig trotzdem bin, auch wenn ich im Elternhaus noch wohne. Ja, das Elternhaus hat für mich eigentlich eine grosse Bedeutung. Weil wir als Familie dort eigentlich, ja, uns immer wieder treffen, auch jetzt, wo meine Schwestern ausgezogen sind, beide. Das ist einfach so, dass wenn jemand Geburtstag hat oder für Weihnachten oder sonst welche Feste, die finden eigentlich immer dort statt. Und
für mich wäre es recht, ja, wäre es problematisch, wenn ich nicht mehr könnte das Haus zurück. Oder wenn es jedes Mal mit einem grossen Aufwand verbunden wäre. Ich habe gemerkt, dass jetzt, weil so viel sich verändert hat in meinem Leben, suche ich irgendwie so nach Sachen von früher, nach Konstanz irgendwie. Und Sachen, die noch gleich geblieben sind. Und darum ist das Elternhaus, wo ich halt vor drinnen gewohnt habe, ist ein grosser Bestandteil. Und darum haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir das umbauen wollen, dass ich wieder dort wohnen kann. Oder einmal sicher später, wenn ich vielleicht wieder mal ausziehe, sicher immer wieder zurückgehen kann, ohne grossen Aufwand zu betreiben.